Yo, meine Freunde, was geht ab? Boysix7 hier am Start. Am Boombeach High Level Mittwoch. Ja, wir nehmen Panzer heute mit Maddox. Wer ist auf diese beschissene Idee gekommen? Wir hatten, was letzte Woche oder ist das zwei Wochen? Ich glaube vor zwei Wochen haben wir einen Abfackler mit nur Maddox benutzt und es hat gerade so geklappt. Zum Glück war ich noch taktisch klug, dass wir uns nach hinten hinters HQ. Ich wollte schon sagen, gebeamt haben, dass wir uns dahin geflärt haben und dann die Gebäude zerstört haben und dann wieder auf Max geheilt wurden. Ja, ich bin gespannt, wie es mit drei Panzern klappt. Der Nachteil ist einfach, wir haben drei Panzer und das Problem hierbei ist, dass die Medics mit dem Heilen so, ja, die Heilportionen verteilen werden. Ich bin trotzdem sehr gespannt. Ich bin teilweise ein bisschen heiser, mein Hals tut weh, ich bin auch ein bisschen krank, also gut, habe ich noch nie gesagt, also ich war krank und es wird langsam besser, aber ich bin auch ein bisschen krank und ich habe hiervor auch noch zwei andere Videos aufgenommen. Fantastisch, diesmal habe ich mir keinen Gegner rausgesucht, wir müssen mal so spontan gucken, wen wir finden. Am besten kein Level 60er, weil hier werden wir failen. Und der ist sogar 61 geworden. Ich hoffe, wir finden vielleicht mal so ein, wir gucken uns die 60er gar nicht an, ich hoffe, wir finden so 48 bis 53, das wäre schön. Nein. Wir dürfen auf jeden Fall keine Kanone des Verderbens haben. Das wäre unser Verderben. Beziehungsweise unser Untergang wäre das direkt. Wir würden direkt sterben. Ja. Worauf müssen wir achten? Doom-Kanonen? Also Kanone des Verderbens und Boom-Kanonen. Wir haben jetzt... Der Unterschied ist wirklich... Panzer halten nicht so viel aus wie Abfackler. Was logisch ist, aber Abfackler... Sind schon richtige Biester. Und wir sind ungeboostet. Level 48. Jetzt, komm, bitte, bitte, bitte. Oh, yes. Sehr gut. Das wird unser Opfer sein. Bitte sei offline, bitte. Wieso? 2 Stunden, 10 Minuten und Boote sind... Oh. Ich ahne Fürchterliches. Wenn ja, würden wir den besiegen. Obwohl der eine Kanone des Verderbens hat, wir würden die als erstes kaputt machen und dann fahren wir über die rechte Seite, glaube ich. Ich bin gespannt. Bitte. Du. Oh, so. Ja, wir gucken mal weiter, ob wir irgendeinen anderen finden. Ansonsten testen wir es nochmal bei ihm. Wie sieht's hier aus? Kanone des Verderbens A3. Die sind zu hart. Also für Challenges geht das leider nicht ungeboostet mit so einer witzigen Kombi. Wir haben drei Panzer, ja? Drei. Das ist alles, was wir haben. Und ich kann mit Panzern nicht umgehen. Plus 100.000, das schaffen wir auch nicht. Komm schon, bitte irgendwas Gutes. Wieso ist der 48er online? Der gefällt mir. Der hat zwar gute Boomkanonen. Vorteil ist, der hat keine Kanone des Verderbens. Behalten wir den mal im Hinterkopf. Problem ist, dass 4 Max Boomkanonen mit noch ein bisschen blauen Statuen. Das ist gefährlich. Wir haben 3 Panzer. Das, ich weiß nicht, 3 Schüsse von einer Boomkanone, dann sind die Panzer tot. Ja. Wie sieht's mit dem aus? Der ist auch lustig. Sam. Noch immer bleibt dieser 48er mein Favorit. Oder der hier. Die sieht lustig aus, aber wir behalten den auch mal. Okay, wir haben ein paar zur Auswahl. Wenn der 48er nicht offline ist, können wir zwischen den drei momentan entscheiden. Vielleicht finden wir noch einen 48er, das wäre toll. Oder der hier. Auch lustig. Egal wie lustig die Bases aussehen, wir müssen darauf aufpassen, dass die Boomkanonen nicht alle unsere Panzer zerstören, dann wären wir tot. Dann wären wir sehr, sehr, sehr schnell tot. Level 53. Bitte 48, geh doch offline. Ich glaube nicht daran, dass der offline geht, aber man kann ja träumen. Wir gucken gleich nochmal bei ihm. Ah, wir machen das jetzt noch kurz fertig. Nein, uns gehen die Spiele aus. Level 56. Ja, nein. Du auch nicht. Ich glaube, wir haben nur noch 2 jetzt. Komm schon. Ah, wie viele haben wir noch? 0. Oh.
Oh, okay. Bist du offline? Bist du offline? Wieso ist er nicht offline? Das wäre so schön gewesen. Machen wir das Spiel einfach mal kaputt. Ach komm, flieg doch raus, Junge. Komm schon. Komm schon. Wofür? Du willst doch gar nichts aufwerten. Deine Base ist komplett max. Ich hätte ihn so gerne angegriffen. Okay. Hey, vergessen wir das. Das war wahrscheinlich zu einfach für uns. Wir kümmern uns um schwierigere Geschütze. Wie der hier. Oh Gott. 14. Okay, wir haben Max Boomkanon plus 4,7K. Plus 4,7K. Wie sieht's hier aus? Plus 3, aber Kanone des Verderbens 2. Hier. Kanone des Verderbens 3. Und wir haben hinten die Dingsbums. Gut, ich kümmere mich um den, okay? Wir versuchen es mit dem. Wir versuchen vorher. Nochmal. Ach, komm schon. Okay, dann, los geht's. Okay, Taktik. Wir haben drei Panzer. Der Schockblaster schockt die. Und das will ich vermeiden. Aber wir müssen. Gut, wir müssen hier vorne schocken. Dann würde ich sagen, wir schocken. Wir machen den Schockblaster kaputt. Schaffen wir das? Geht das überhaupt? Bekommen wir das so kaputt? Kriegen wir hier viel Schaden zugefügt? Oder ist das einfach zu unmöglich? 1, 2. Okay, das kriegen wir sogar hin. Dann kriegen wir noch den Schockwerfer da hinten kaputt. Hoffentlich. Mit 1. 2. Okay, 48 haben wir übrig. Gut, das ist vernünftig. Sollen wir über die linke Seite gehen? Also über die rechte Seite. Weil der Schockwerfer auf der linken Seite direkt schocken würde. Das würde ich gerne vermeiden. Wir haben massive Kanonen hier vorne. Da habe ich ein bisschen Angst vor. Ganz ehrlich. So, und jetzt wird direkt geschockt. Und jetzt werden Mini-Roboter hier hingezogen, damit die abgelenkt werden. So, Panzer. Macht Schaden. Die werden relativ schnell geheilt. Aber wir haben auch nicht viel Energie übrig. Oh Gott, die sind einfach mega slow, die Panzer. Und selbst die Kanonen machen schon massiven Schaden. Wir haben noch einen Schock übrig. Ich frage mich nur gerade, ob wir vielleicht. Ne, wir nehmen nochmal einen Schock hier wegen den Boomkanonen. Bisher sieht es gut aus. Nur jetzt haben wir keine Energie mehr übrig. Das ist unser Problem. Das ist unser Problem. Okay, jetzt kommen Mini-Roboter hin. Erster Panzer ist gleich tot. Oh Gott, erster Panzer ist tot. Null Chance. Null Chance. Wir hauen ab. Wir hauen ab. Ach, Mann. Oh. Gucken wir mal kurz. Wir hätten auch auf die Kanonen achten müssen. Die sind Level 11. Oh. Wie sieht's hier aus mit den Kanonen? Ich will ungern verlieren. Ja, Level 16. Ja. Verdammt. Ich habe nicht gesagt, dass die Challenge möglich ist, aber ich würde sie gern möglich machen. Hier ist sie möglich. Ernsthaft, du dummer Typ. Es tut mir leid. Refreshen wir den. Bitte was Gutes. Level 50. Bitte Latouf oder wie der heißt. Level. Oh. Ernsthaft? Wenn die nicht wäre. Sehr, wetten, der ist online? Der ist offline. Okay. Okay. Wir versuchen es nochmal. Wir jammen jetzt den Panzer. Für diese Serie mache ich das gerne. Kostet nur 12 Gems. Dann machen wir jetzt Latouf. Ich lasse es nicht auf mir sitzen. Ich versuche es wenigstens nochmal. Geben wir unser Bestes. Wir müssen jetzt die Kanone des Verderbens zerstören. Okay. Drückt mir die Daumen. Wir sind ungeboostet. Und die Boomkanonen machen massiven Schaden. Aber wir haben nur vorne drei Boomkanonen. Das ist der Vorteil. Ich würde sagen, wir machen direkt noch ein Bombardement drauf. Dann können wir auch vielleicht diesen Flammenwerfer da hinten mitholen. Sehr gut. 1, 2. So, sie ist kaputt. Und jetzt hier vorne. Wir können nicht. Ja, wir können nicht alles schocken.
Das ist so scheiße. Entschuldigung. Das ist schwierig. Ich würde mal sagen, wir setzen Medics zuerst, ja? Wir setzen Medics zuerst und dann Panzer. Und dann machen wir einen Schock hier. Und dann machen wir hier Mini-Roboter. Oh mein Gott, dieser Schockwerfer und dieser Schockblaster. Schockt meine ganzen Truppen, okay. So. Boom-Kanone treffen nicht meine Panzer, sondern die Medics. Medics heilt bitte ein bisschen schneller. So übertrieben. Können dieses Cluster noch schocken? Oh Gott, es ist nicht möglich. Es ist nicht möglich, die machen einfach viel zu wenig Schaden. Seht ihr mal, die sind Max. Wir haben übrigens alles Max-Truppen. Ja. Goodbye, Panzer. Goodbye, Medics. Goodbye. Was wir mit Abwacklern schaffen, schaffen wir mit Panzern auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Wir hauen ab. Yep, mein letzter Panzer stirbt auch. Heute müssen wir leider failen. Es tut mir leid, aber heute werden wir leider mit einer Niederlage nach Hause gehen. Bist du offline? Ehrlich? Ich glaube, das wäre die einzige Base, bei der wir das geschafft hätten und das wäre lustig gewesen. Das wäre sehr lustig gewesen. Naja. Es tut mir leid. Fail. An denjenigen, der das vorgeschlagen hat, mach's mal selbst. Ich schaff's nicht. Es tut mir leid, es ist nicht möglich. Beziehungsweise wir haben leider keine Base zur Verfügung, bei der wir es schaffen können. Ich ärgere mich. Aber ich hoffe natürlich trotzdem, dass es euch gefallen hat. Heißt ja nicht, dass ich jede Challenge schaffe. Was? Heißt ja nicht, dass ich jede Challenge schaffe. Es ist schwierig. Vor allem ungeboostet. Aber ich beweise euch hier, dass alles Max ist. Also, alles Max. Naja, also wirklich, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Versucht die Challenge mal selber, ob es bei euch möglich ist. Bei mir leider nicht. Das war definitiv zu hart. Da brauchen wir mehr Panzer für, beziehungsweise mehr Energie. Es wäre machbar, wenn wir mehr Feuerkraft hätten. Das heißt, wenn wir die Hälfte voll mit Panzern hätten und die Hälfte voll mit Medics, dann wäre es keine Challenge, dann wäre es eine ganz normale Angriffsstrategie. Aber so haben wir einfach zu wenig Angriffskraft. Und vor allem sind die drei an einem Fleck, wenn dann der Schockwerfer alle drei schockt, keine Chance. Naja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns dann im nächsten Boom Beach Video wieder. Haut rein, Freunde, bis zum nächsten Mal. Ciao.